Wir hatten in der jüngsten Zeit über den US-Dollar gegen den japanischen Yen gesprochen und jetzt bietet sich das Bild sogar doppelt an. Vielleicht als Trading-Idee, aber eben auch, um euch darauf aufmerksam zu machen, wie schön man hier unter Umständen spielen kann, habe ich mir gedacht, da mache ich euch ein Video draus. Ich hatte eben ein bisschen technische, sagen wir es höflich, Umstellungen. Es gab hier so ein paar Sachen, Updates, die sich nicht so richtig vertragen haben. Deshalb ist alles noch nicht wieder ganz so eingerichtet, wie ich das eigentlich gerne hätte. Wundert euch also nicht, wenn das nicht ganz perfekt läuft, aber ich denke, für den eigentlichen Sinn kommen wir damit ganz gut klar. US-Dollar gegen japanische Yen, toller Anstieg. Das ist ja das, was wir gestern sogar schon besprochen hatten hier. Sogar fünffällig das Ganze nach oben. Anschließend, ich mache das nochmal so andeutungsweise, korrektiv hier die Bewegung nach unten. Und die Erwartungshaltung, wenn wir das letzte Hoch, also das letzte Zwischentief oder das letzte Tief hier, das vorletzte hier, entweder da oder in dem Fall, weil auch außerhalb des Trendkanals können wir sicherlich auf dieses letzte Zwischenhoch hier eingehen. Wenn das durchstoßen wird, dann beste Voraussetzung hier nach oben zu gehen, um dann tatsächlich auf der Long-Seite mindestens mal eine 1 zu 1 Projektion dieser Bewegung zu bekommen. Das heißt, Zielmarken, das hatten wir ja schon angesprochen, lägen da. Soweit habe ich jetzt meine Grafik auch wieder halbwegs aktualisiert. Jetzt ist das Schöne, wenn wir uns das hier mal angucken, was wir hier auf dieser Seite bekommen haben. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten hier einen ersten Anstieg, einen Rücksetzer, nochmal einen Anstieg, einen Rücksetzer und nochmal das und anschließend unseren Wackelkurs. So, den machen wir jetzt hier nochmal weg. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im 15-Minuten-Chart an. Und dieses Tief, was wir hier haben, das ist das hier. Und wenn wir hier mal hingucken, dann sehen wir hier ebenfalls Schub hoch, runter, Schub hoch, runter und anschließend nochmal eine Aufwärtsbewegung. Die ist ein bisschen kritisch, das ist so der wunde Punkt dieser Überlegung, denn die müsste eigentlich fünffällig sein. Und das ist hier, sagen wir mal, lassen wir es mal so offen. Aber insgesamt kann man sagen, okay, diese Aufwärtsbewegung, die machen wir uns wahrscheinlich keinen Fehler, wenn wir das ungefähr so wiedergeben. Also ihr seht, das ist hier ebenfalls fünffällig. Und dann müsste es anschließend eine ABC nach unten eben geben, um anschließend wieder nach oben zu gehen, wenn er tatsächlich dann diese Marke, dieses letzte Zwischenhoch hier bricht. Dann hätten wir die beste Voraussetzung, dass das dann eben noch weitergeht. Und ich wechsle jetzt mal, damit wir es nicht ganz so penibel haben, hier auf den Stundenchart. Dann haben wir etwas weniger Kerzen, kann ich etwas leichter zeichnen. Also das, was wir hier haben, ist das, was wir hier haben. Und wenn wir uns jetzt mal dieses angucken, das ist aus diesen Verschachtelungsgründen ganz interessant. Ob er das bricht, weiß ich natürlich noch nicht. Aber wenn er das bricht, haben wir hier rechts ja eigentlich eine Zielmarke. Das, was wir hier haben, müsste sich hier hinten nochmal fortsetzen. Wo haben wir das? In etwa. Das heißt, wir haben da eine Zielmarke, die irgendwo hier auf dieser Höhe liegt. Das heißt, das wäre ein kurzer, kleiner Trade hier für zwischendurch mit dem initialen Stop natürlich, wie wir es immer machen mit der 78er-Marke, quasi auf diesem Niveau. Also so sähe das in etwa aus. Einstieg hier, Stop hier und Target hier. Ist nicht überragend vom Chance-Risiko-Verhältnis, aber dieses Hoch liegt bei 104. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht funktioniert das hier bei mir schon wieder. Ja, sieht so einigermaßen aus. Einstieg wäre ja hier. Nicht über die Höhe des Risikos hier wundern, das ist bei mir normiert immer auf 1000. Das ist für mich die praktischste Lösung. Und ihr seht schon, nee, es ist noch nicht wieder ganz. Mir fehlt nämlich noch die Zielorder. Das heißt, das muss ich noch hier wieder reinkonfigurieren. Das haben wir jetzt im Moment noch nicht richtig drin. Aber ihr seht, das Ziel wäre dann hier. Aber dieses Ziel liegt ja auch über diesem Trigger. Das heißt, wenn wir da oben sind, hätten wir ja auch das getriggert. Das heißt, ich kann mit dieser Idee, die ich hier initiiere, diese Position dann weitertragen bis zum Mindestziel hier oben. Dann sind wir bei 105. 10 in etwa, 105,11 hier auf dem, mit einer Chance, dass es sogar noch weitergeht, denn wir wissen ja, es darf unter Umständen sogar noch um ein Vielfaches weitergehen. Das ist ja nur das absolute Mindestziel. Wir haben dann also eine sehr, sehr schöne Situation. Wir haben dann nämlich aus einem Trade, der hier quasi in diesem kleinen Bild hier seinen Einstieg hat, in etwa hier seinen Stop auf der roten Linie, nicht jetzt genau auf den Wert gehen, das ist jetzt nicht ganz so genau gezeichnet jetzt hier, aber ihr seht schon ungefähr bei 103,62. Das wäre das Ding. Sehr enger Stop in diesem Bild. Hier ist es ein ganz normaler, der dieser Idee hier eigentlich perfekt passend zu sein scheint. Aber das Ziel dann nicht auf dieser Ebene, sprich hier, sondern das Ziel hier. Und so habt ihr aus einer kleinen Idee
eine große gemacht, weil das kleine Bild mit dem großen hier übereinstimmt und ihr sozusagen eine doppelte Übereinstimmung hier habt für die Richtung. Wichtig ist, auch das müsste getriggert werden. Wenn der jetzt hier tatsächlich aber sagt, Pustekuchen, ich mache jetzt hier sowas, ja gut, aber dann werden wir auch nicht getriggert, dann ist es das halt nicht, kann man nichts machen. Aber wenn er das triggert, dann müsste er, wie gesagt, diese Grundbewegungsrichtung fortsetzen. Und wenn er das hier im Kleinen macht, dann haben wir beste Voraussetzungen, dass das, was wir hier sehen, eben dann, ne, von mir aus erste, zweite, dritte, wie ich sie da rechts eingezeichnet habe, vielleicht dann vierte und dann eben die fünfte dann noch gibt und wir dann in die Nähe oder vielleicht, wenn das sogar ausgedehnter noch wird, dann uns in diese Zielrichtung und darüber hinaus bringt. Also, ihr seht, wie schön man diese Sachen miteinander kombinieren kann. Also den Trade, den ich euch gestern vorgestellt habe, im Trade des Tages sozusagen, beziehungsweise jetzt hier dann im Video, den könnte man jetzt nochmal aufdröseln auf diese kleinere Ebene. Ich muss jetzt hier allerdings mit meiner Software noch ein bisschen kämpfen, dass das wieder ist. Werd natürlich parallel auch live drauf gucken. Wer also da Zeit und Lust hat über Born for Trading, könnt ihr das dann natürlich mitverfolgen im Live, wer den Zugang schon dafür hat. Ansonsten guckt selber ein bisschen auf den Markt und lasst euch mal zeigen, was der Markt da drauf hat. Und dann schauen wir, ob sich das so bestätigt und die entsprechenden Marken getriggert werden. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.